morning, ladies and gentlemen, aus London, Champions League, Chelsea FC versus Real Madrid. Ich bin gestern Abend schon aus München hierher geflogen und schaut mal, wie nice es hier ausschaut. Wie überall diese Häuser haben solche Säulen, schon mal viel schöner als in Manchester. Mein Hotel ist auch nur knapp 20 Minuten zu Fuß von der Stamford Bridge. Und das zeige ich euch jetzt. Hier steht auch schon direkt davor so ein fetter Bentley. Tschüss. Die Kennzeichen in England sind auch übel nice. G4, wow. Aber Backsteinhäuser gibt es auch natürlich in London. Das Hotel ist klein, aber fein. Man kommt hinein und wirklich direkt hier fängt das Bett an. Hier ist übrigens schon mein Barca-Trikot. Ich fliege nämlich morgen direkt weiter nach Frankfurt. Das werde ich das erste Mal anziehen morgen. Oh, von 2005. Nackenkissen darf nicht fehlen. Laptop natürlich zum Videoschneiden. Hier ist noch so ein kleiner Schrank. Aber ansonsten war es das schon, Leute. Kommt zur Kamera so rüber, wie klein es eigentlich ist. Viel Platz ist hier nicht. Dann ist aber noch direkt hier ein kleines Badezimmer. Das ist fresh. Die Dusche feiere ich sehr, weil man kann hier nämlich einfach auf den Knopf drücken und dann kommt direkt das Wasser. Bam! Das ist cool. Ich habe so gute Laune, Leute. Outfit of the day. Ich habe hier neue Sneaker. Die finde ich richtig cool. Habe ich von einem Kumpel geschenkt bekommen. Und Chelsea Trainingsshirt. Da feiere ich auch so dieses Farbmuster. Weil ich bin natürlich heute für Chelsea natürlich gegen die Madrilenen. Ich habe zwar gestern Abend schon hier gepennt, aber wir holen es nach. Ich habe jetzt aber noch einen Hoodie angezogen und zwar den komplett schwarzen von Ola Kanar. Danke an Tim und Nico fürs Zuschicken. Es ist nämlich arschkalt hier in London, es ist auch Regen angesagt. Hello, Sir. To the Buckingham Palace, please. Monte hat mich auch zu seinem Black Ops 2 Turnier eingeladen, was bald stattfindet. Oh, da freue ich mich auch mega drauf. Da sind schon die ganzen typischen Doppeldecker. Hier auch die englischen Taxis. Das sieht so ein bisschen aus wie das Brandenburger Tor, ne? Wenn wir da langlaufen, kommen wir direkt zur Queen. Ich war schon öfters in London, aber die ganzen Sachen habe ich noch nie angeguckt, ne? Ich liebe Aston Martins, ne? Das ist mein absolutes Traumauto, à la James Bond. Hier sind direkt Gedenktafeln für die Gefallenen vom Zweiten Weltkrieg. Das ist ja der Wahnsinn hier. Wie krass sieht dieses Tor bitte aus in Schwarz-Gold? Oh Leute, das muss man schon einmal gesehen haben hier, ne, den Palast. Boah, Digga, komplett in die Pferdekacke. Hier wohnt die Königin, Freunde. Sieht schon sehr imposant aus. Oh, da vorne sind diese typischen Wächter, Leute. Da ist er. Wie lustig, die sich bewegen. Aber normalerweise stehen die meistens einfach, ja, bewegungslos den ganzen Tag so da. Dieser Brunnen sieht aber auch mega aus, ne? Vor allem mit dieser Statue, die da oben noch vergoldet ist. Oh, jetzt laufen wir da vorne in den Park. Ein bisschen. Ja, Habibi, wie geht's, ne? Alles gut? Chelsea hat das letzte Spiel gegen Brentford 4-1 zu Hause verloren. Eriksen hat auch gegen die getroffen. Das ist sowieso die krasseste Geschichte, dass der jetzt auch schon wieder sofort gut in Form ist. Aber ich tippe trotzdem, dass hier Chelsea heute zu Hause Favorit ist gegen Real Madrid. Das schaut ja wirklich hier aus wie im Märchenbuch da vorne. Auf die andere Seite blickt man dann nochmal auf den Palast. So viele Sachen erinnern mich an Mr. Bean, hier auf diese Telefonzelle. Kai, was geht? Triffst du heute gegen Real? Ah, jetzt wird es langsam eklig. Es fängt an zu regnen. Hinter mir ist noch die wunderschöne Westminster. Ich habe so Hunger, Leute. Mal gucken, ob ich was Nices finde. Das ist ja was. Hey, was geht ab, Jungs? Geht's? Ah, das sieht, alles klar. Das sieht ja brutal hier drinnen aus. Richtig nice. Hello, for one person to eat something. What the fuck, Eugen? Was machst du hier? Ich hab noch vier. Digga, ich hab mit ihm früher Fußball gespielt im Verein. Ja? Wie geil, wie geht's dir, Digga? Ja, sieht man selber. Ja, auch gut, Mann. Das ist ja wirklich der krasseste Zufall, ne? Ich habe ihn seit locker 5 Jahren nicht gesehen. Er war damals mal auf dem linken Flügel, ich auf der 6er-Position, der eine oder andere Assist. Wurde ihm dann immer zugeschoben. Läuft, der Schaum in meinem Bier ist einfach wie ein Herz. Das sieht ja richtig barbarhaft aus. Pommes sind 10 von 10. Heftig. Und der Fisch. Überragend, Leute. Jetzt ohne Witz. Ich glaub's nicht. Direkt hier am Riesenrad ist einfach eine Ausstellung von Shrek. Was? Ich liebe Shrek. Das ist der gestiefelte Kater, der immer so gelispelt hat mit seinem Akzent. Der Esel. So ein bisschen Muffelsause bekomme ich von hier oben schon. Aber es lohnt sich. Was eine unfassbare Aussicht. Wir sind jetzt gerade quasi schon am höchsten Punkt. Genau, jetzt ist sogar noch die Sonne draußen. Perfekt, wirklich. Genau da unten um die Ecke haben wir gefrühstückt. Ich tippe heute 3-1 für Chelsea. Havertz macht ein Tor. Das gibt's doch nicht. Auf einmal regnet es hier komplett. Junge, gerade immer die Sonne da. Wir laufen auch schon Richtung Stamford Bridge. Wir sind in wenigen Minuten da. Und hier ist der erste kleine Shop. Yeah. Oha, da drin sind Fans. Krass, man hört sich schon richtig. Alter, da geht's end ab, Leute, aber ich komme hier nicht rein. Das ist mein erster richtiger Stadion-Vlog auch in der Stamford Bridge. Ich war zwar schon mal im Stadion, aber nur für eine Tour. Und dann auch noch gegen Real. Oh,
What do you think? How will end the match? Win for Chelsea. We hope win. 2-0. Good luck, yeah? Da vorne um die Ecke ist es schon die Arena. Hello, sir. Can I ask you for your prediction for YouTube? Yeah. What do you think? 3-1 Chelsea. It's also mine. Okay, bye. In 2 Stunden geht das Spiel los. Ja, ist noch nicht so extrem viel los, aber sehr, sehr viele Securities. Und da vorne sehen wir es auch schon. Und hinter diesem Gebäude ist das Stadion. Wir laufen aber jetzt einmal links rum so quasi. Oh yeah, von hier sieht es am allergeilsten aus von außen. Ich bin so hyped, Freunde. Ich habe versucht, ein Ticket zu holen, so nah wie möglich am Rasen, weil das Stadion ist so kompakt gebaut. Ey, das sehen wir gleich alles. Ich kann es nicht erwarten. Realfans habe ich bisher aber noch nicht gespottet. Das sind schon Riesenpferde, ne? Guck mal von hinten. Was sind das für Hufen? Ich habe einen Madridista gefunden. I hope so, they will win, maybe 3-1, yeah? For Real Madrid? Yes. Oh, I'm Barcelona fan, I have to say. Oh, no. Okay, but good luck, bye. John Terry, absolute Chelsea-Legende. So viele Geschichten wurden hier schon geschrieben. Ich finde es auch cool hier mit diesen Mauern, Digga. Da sind noch mal ein paar Madridistas. Chelsea hat ja schon gegen Real letztes Jahr in Chelsea gespielt. Ja, hat den Madrilen eigentlich gar keine Chance gelassen. Das ist hier der VIP-Eingang. Das sieht sehr geil aus, der Champions Club. Ah, okay, perfekt. Home of the Champions. Alles hier in so einem schwarzen Design. Boah, das sieht voll geil aus, wie sie die Decken so schwarz gestrichen haben. Ich rieche hier schon so viele leckere Sachen. Aber ich habe eigentlich noch keinen Hunger. Yeah. Okay, thank you. Oioioi. Oh mein Gott, Leute. Guckt euch das an. Wenn ich da unten irgendwo sitzen würde, wäre komplett Feierabend. Aber wir sind hier einen Tick weiter oben. Aber trotzdem. Na, Leute, das kommt wegen dem Weitwinkel vielleicht nicht rüber. Das sind 20 Meter oder so. Oh yeah, der Countdown läuft. Auf dieser Seite hat damals Iniesta getroffen, 2009. Daran muss ich immer denken, wenn ich dieses Stadion sehe. Ich glaube, ich gehe jetzt doch wieder rein, hab wieder Hunger. Lasst auf jeden Fall jetzt schon mal ein kostenloses Abo da, Leute, um die nächsten Vlogs nicht zu verpassen. Morgen kommt direkt dann Frankfurt gegen Barca. Also das ist der größte Scam der Menschheitsgeschichte. Der sieht nie im Leben so aus wie auf den Bildern. Sieht aus wie diese Mikrowellendinger. Der fühlt sich auch nicht geil an, ne? Egal, wir sind mal optimistisch. Schon belastend. Vielleicht eine 2 von 10. Höchstens. Die Aufstellungen sind draußen. Checken wir mal ab. Chelsea vorne drin mit Havertz. Nice. Kanté, Jorginho in der Mitte. Und ja, sehr, sehr starke Abwehr auch. Christensen geht ja wahrscheinlich zu Barca. Vorne dann bei Real Junior, Benzema und Valverde. Eden Hazard ist nicht mal auf der Bank, ne, bei Real. Einfach nicht im Kader. Was ist das eigentlich für ein Teppich, dieser Rasen? Ey, das ist ja nicht mehr normal, ne? Ich glaube, der ist aber nicht zu 100% echt. Der ist safe, ein bisschen künstlich. So! Chelsea kommt rein, jawohl! Hat das Kai? Let's go! Vielleicht sieht mich gleich Kai, Leute, dann können wir einmal Hallo sagen. Lukaku auch direkt vor uns, aber der wird auch erstmal nur auf der Bank sein. Jetzt kommt Real rein! Miska Wasser, yeah, let's go! Er hat einfach wirklich Miska Wasser geschrien hinter mir. Feier ich! Ja, da ist Alaba, Leute, boah, so nah! Die Madrid-Fans da hinten hört man aber schon sehr laut, gehört. Vivo! Das sind gerade nur Real-Fans. Die haben echt Hoffnung. Kein Spaß. Natürlich ist Real auch hier imstande, in London zu gewinnen. Das macht richtig Bock, gerade den zuzuschauen. Ne? Action genau vor unserer Nase, Digga. Warte, ich muss mal ein bisschen links rüber gehen. Warte. Kai! Kai, Bruder! Kai, was geht, Digga? Ey, wie nice, dass es geklappt hat, dass er mich kurz gesehen hat. Ich habe ihm extra Bescheid gegeben, dass ich an der Bande stehe. Jetzt will ich aber einen nice Torschuss sehen, Bruder. Gute Zeit! Oh! Den muss er ihm lassen. Der war heftig für einen Vlog. Hat er sich nochmal extra Mühe gegeben? Es geht los mit der Aufstellung von Real. Chelsea! Jawohl! Jetzt spürt sich's. Die Menschen gehen hier sehr, sehr spät ins Stadion. Also erst jetzt gibt es eigentlich überhaupt Stimmung. Davor war eigentlich voll leise auch beim Aufwärmen. Ich werde heute richtig krass die Blues anfeuern. Ich fieber heftig mit, hauptsächlich natürlich auch wegen Kai, aber weil ich auch Barca-Fan bin, klar bin ich gegen Real. Maria, Champions of Europe! Die Mannschaft kommt rein! Vamos! Wie geil sieht das denn aus? Klein, aber fein. Nice Choreo. Chelsea! So cool, Digga! Oh, die Hymne, vamos! Leute, was eigentlich? Geile Atmosphäre, Junge! Ja, man hört die Melodie gar nicht mehr, so laut sind die Fans jetzt hier. Vinicius Junior, auf dem wird es auch heute ankommen. Benzema als Kapitän mit Azpilicueta. Oh Jungs, was für heftige Plätze, Alter.
Boah. Lasst jetzt schon mal einen Daumen nach oben da, Leute. Vielen, vielen Dank für euren geisteskranken Support auf jedem Vlog. Das ist echt der Wahnsinn. Bedeutet mir sehr viel. Und nur deswegen kann ich auch überhaupt solche Videos für euch machen. Kante, gut erobert, Junge. Spiel auf Köln. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Erste gute Gelegenheit. Direkt zu Havertz. Ah, Ballverlust. Gefährlich. Benzema. Oh, mit der Hacke auf Valverde. Oh mein Gott. Was für ein Riesenglück für Chelsea. Lattenkracher. Das muss es 1-0 sein. 10. Minute. Ja, Spiel. Oh. Sehr gutes Tackling von Casemiro. Chelsea! Sehr gute Position. Reece James oder Mount, ja, James? Ja! Hier ist es wieder auf und davon. Oh, 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 oh. Ah, du Heilige! Was war das denn für ein Bude? Benzema wieder, der schon einen Hattrick im PSG gemacht hat. Also dieser Kopfball war ja von einem anderen Planeten. Wie Vinicius, aber auch die Flanke auf Benzema spielt. Wirklich perfektes Tor, klasse. Modric wieder auf Benzema. Oh mein Gott, ich habe keine Worte. 21. Minute, Traumkopfball Benzema. 24. Minute. Ich weiß nicht, was der heute gefrühstückt hat. Aber was war das denn für ein geisteskranker Kopfball wieder? Also mit so einem Verlauf hätte ich niemals gerechnet. Vor allem in der ersten halben Stunde nicht. Schau mal. Die Real-Fans schreien Karim, Karim, Karim Benzema. Elfmeter! Hey! Chili! Hey! Karim Benzema jetzt in 36 Spielen, 36 Tore, seine erfolgreichste Saison aller Zeiten bei Real. Ja! Ja! Goal! Jawohl! Aber das macht das Richtige! 1-2 vor der Halbzeit! Jawohl! Ja! Wichtig! Ja, was ist für eine blaue Rauchwolke? 1-2! Es zählt! Let's go! Ja! Was? Villarreal führt 2-0 gegen Bayern? Was sehen meine Augen heute? Jawohl! Jetzt sind die Zuschauer da! Jawohl, Rüdiger! Let's go! Was ist jetzt hier los, Mann? Das ist die Atmosphäre, die ich erwartet habe. Boah! Rüne! 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 Chelsea! Okay, Halbzeit. Schnell aufs Klo jetzt. Was ist das für ein Game, Junge? Alles offen noch für die zweite Hälfte. Benzema-Hattrick. Riesen-Aussetzer von Mondi. Ich konnte gar nicht so schnell aufnehmen. Was war das denn bitte für ein Torwartfehler? Ich glaube, das hat das Spiel jetzt entschieden, ne? Ich weiß nicht, ob Chelsea da nochmal zurückkommen kann. Oh, das zweite Tor wurde doch aberkannt von Villarreal, hat nicht gezählt, aber trotzdem stark gegen die Bayern. Oh! Lukaku! Nächste Riesenchance für ihn! Der Mann hat so eine Krawatte, Jungs. Shit, Mann! Ja, schön! Super! Alter! Das Publikum ist auch heftig da. Chelsea hätte auch schon mindestens ein Tor mehr schießen können, schrägstrich müssen eigentlich. Die Madrid-Fans singen ihre Hymne da. Das Spiel ist aus. Die Spieler geben ihre Trikots noch an Fans. Bittere Pille für Chelsea. Also wirklich, Benzema macht so einen riesen Unterschied. Beim Clásico war er auch nicht dabei. Und dann haben die auch verloren. Aber mit ihm, Game Changer. Das war's auf jeden Fall aus London, Freunde. Hier nochmal das Stadion bei Nacht von außen. Was ein Fußballabend, wirklich, vor allem die erste Halbzeit. Lasst einen Daumen nach oben da, Jungs. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Haut rein und ciao.